Und wahrscheinlich kommt jetzt was richtig Gemeines und ich werde sowas von versagen. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, Herr. Dann kämpfen wir jetzt garantiert gleich gegen... Das sind das ja gar nichts drauf. Mordred oder so. Ja, wusste ich auch. Irgendwo muss ein Steinkreis sein. Ein Gegner. Hey, die Karte kennen wir doch. Hey, Minden, was ist das denn? Siegfried? Ach so, das ist alles Siegfried, okay. Heißt das, ich kann jetzt direkt bei Siegfried reinfallen? Okay, ich glaube, das werde ich versuchen. Leute kommen auf die Burg. Richtig so. Ich greife an. Ist mir ernsthaft, der hat ja gar keinen Schutz da drüben. Ich kann da einfach reinrennen. Oder? Ja, ich kann da reinrennen, alles kaputt machen. Hm? Ach, Mist, das. So ein Mist. Ich kann's doch nicht. Ich dachte's nur gerade. Aber ich habe das hier nicht. Ich habe nicht gesehen, dass sie das hier zugemacht haben. Wo wir diese Karte gespielt haben, war hier alles offen. Da war hier hinten Mordred. Darum dachte ich, wir kämpfen gegen den. Aber ich hole mir auf jeden Fall diesen Steinkreis. Aber andererseits kann ich... kann hier rein. Wenn ich mich jetzt schlau anstelle, schaffe ich es da reinzukommen. Wo ist mein Ritter? Okay, hat nicht geklappt. Schade. Wir werden angegriffen. Was? Oh. Piktische Bootskrieger, das muss man erstmal wissen. Ein nobler Herr. Oh, das ist echt gemein. Der Weg ist versperrt. Der Weg ist versperrt. Die hätten eigentlich oben drauf sein müssen. Naja, was soll's. Da komme ich auch so rein. So. Steinhammer. Das passt da nicht hin, my lord. Muss dann gleich mal schauen, was die Bootskrieger so tun. Das passt da nicht hin, my lord. Jetzt werden wir noch mehr Leute brauchen. Fällt mir gerade ein, wo ist mein König eigentlich? Da sind die Bootskrieger gelandet. Die machen wir jetzt gleich mal kaputt. Ey, die hier noch irgendwelchen Schaden anrichten. Wirklich sehr schade. Ich hätte mich gefreut, wenn ich hier direkt reingekonnt hätte. Ja, wäre der Kampf sofort zu Ende gewesen. Sind die eigentlich sehr stark? Aber wenn sie von da kommen, können es ja nur piktische Bootskrieger sein. Was anderes kann mich einfach nicht erkennen. Naja, stark eher nicht so. Ihr seid der zweitgrößte Burgherr, Sire. Aber an der Mission werde ich auch nicht lange zu kämpfen haben, glaube ich. Komm, ich will ein Pferd kaufen. Denn der größte Vorteil ist eigentlich wirklich nur, dass sie über Wasser gehen können. Ansonsten sind die... habe ich das Gefühl, sehr nutzlos. Gut, dass ich hier bin. Da hole ich mal diesen Steinkreis da. Da kann der ja nicht hin, wie es aussieht.
brauche mehr Nahrungsvorräte. Und jetzt brauche ich mehr Holz. Und mehr Geld. Vor allem brauche ich mehr Geld. Aber ich bezweifle, dass der mir sehr viel Sorgen machen wird, weil die Mission ist eigentlich auch relativ simpel. Wenn ich an den letzten Weg denke, wie stark der war. Oh, ich bin schon wieder an Leuten. Fahren die, also die letzte Mission mit den drei Gegnern mit einmal. Das fand ich wirklich hart. Dagegen ist das hier echt einfach. So kriege ich wenigstens ein bisschen Geld, wenn auch nur langsam. Das macht aber nichts. Geld ist Geld, auch wenn es langsam fließt. Kann ich eine Brotproduktion anfangen? Ich überlege gerade, ob ich mir das vielleicht holen sollte einfach mal. Auch wenn ich wahrscheinlich nichts rauskriege. Weil die bestimmt den Vorwagen ständig zerstören werden. Oh, hier kann man lang, okay. So, läuft. Oh, kein Geld mehr. Die Lanzen kann ich wirklich nicht gebrauchen, die kann ich verkaufen. Aber einen Markt kann ich gebrauchen. So. Mache ich wieder den klassischen Autohandel. Jetzt weiß ich auch, was ich machen wollte. Ich wollte Brot noch statten. Der Käse sieht übrigens sehr lecker aus da unten. Das Brot allerdings auch. Hoppla. Wir werden angegriffen! Ach, schon wieder die Piktischen. Ja, Äpfel ist gut. Die Pikter hole ich mir dann weg erstmal. Ich brauche eigentlich nur einen Tribok, der mit, da mal einmal reinschießt. Und ein paar Ritter. Sind sie da? Das soll der König erledigen. Da werbe ich ihn ja. So, da kann ich auch wieder einen Autoverkauf von Eisen machen. Denn Eisen ist für mich relativ nutzlos. In der Mission habe ich eigentlich nicht vor, große Verteidigungswelle zu bauen. Aber ich brauche eine Kirche, fällt mir gerade ein. Ich mache das dann nochmal kurz aus. Kommt schon. Schön, in der richtigen Formation machen sie das da. Erwarten wir sie auf unserem grünen Rasen.
Die wollen vorbeilaufen, nun kämpfen die nicht. Der hat gekämpft gerade. Also wenn das der einzige Angriff ist, dann... Wir werden angegriffen! Oh. Ist das immer noch erbärmlich? So. Natürlich brauchen wir wieder die Burgküche. Wo mangelt's denn eigentlich gerade? Ach ja, genau, ich wollte ja die Kirche dann bauen. Naja, wenigstens kriegen wir Geld raus. Keine Güter, aber wir kriegen Geld. Ein bisschen Stein brauchen wir noch. Das sind viele Pikter. Eventuell werde ich da meine Ritter als Hilfe rufen. Oh, wir werden angegriffen. Das ist nicht so gut. Ich weite mal zurück. Die gehen auf den König direkt los, habe ich das Gefühl. Unsere Feinde greifen eine unserer Ländereien an, my Lord. Das machen sie schon die ganze Zeit, hat sich auch nicht gestört. Was bekümmert euch, Attacke. Sire? Komm schon, du bist Arthas. Die könnt ihr eigentlich nichts antun. Und die setzen einfach weiter über. Ah, gar nicht doof eigentlich. Unser beider Schicksal ist eines. Das ist echt nicht doof, muss ich sagen. Was fehlt uns? Ehre fehlt uns als nächstes. Dann muss ich auch mal ein bisschen die Nahrungskauf für die Ehrengüter machen. 5 ist ausreichend. 5 Aale. Sire, ihr seid der größte Burgherr. Ja, das bin ich. Dietrich kommt einfach nicht aus der Falte, habe ich das Gefühl. Wo ist mein König? König? Nee, keine Bewegung, das ist gut. Aber wir haben schon genug Leute im Nahkampf bezwungen, um eine davon zu bauen. Brot habe ich jetzt gar nicht angefangen. Das Musikstück, was ihr gerade hört, gibt es auch in CSA 3, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine Nachricht von Caesar 3 steht. Was für ein hässlicher Riese! Wir brauchen noch mehr Leute. Kommt mit Riesen. Solange es nur einer ist. Wir werden angegriffen! Ach, schon wieder? Die gehen mir auf den Sack. Mach mal den Riesen kaputt. Das schaffst du als König. Das schafft er wirklich. Der König ist stark genug, einen einzelnen Riesen zu bezwingen.